Das verschwimmt von Montag bis Freitag um 19 Uhr. Bei Kleini und Großentdecker bei Arte. Und nun Rosa von Braunheims Dokumentarfilm über ein Berliner Obdachlosentheater. Ratten 07 kommt daher, also 07, das waren mal sieben Leute, die dieses Theater gegründet haben, also sieben Obdachlose. Und Ratten kommt von Albert Camus, die Pest, und all da kündigen die Ratten die große Katastrophe an. Ja, warten wir! Danke, danke, reicht nicht! Halt auf! Fürs Wochenende als Stange! Hey, junger Mann, hören Sie mal! Das kann man nicht so machen, das macht man nämlich so! Nicht so! Asoziales Schwein! Ein Wunder! Ein Wunder! Er kann gehen! Ich gehe jetzt täglich schauen. Im Kaufhof nebendran, dem Detektiv ist Schnuppe, ja, der schaut mich gar nicht an. Ich hab jetzt immer Kippen und Schnaps in großer Zahl. Mit kurzen Haaren lebt sich's leichter und ich habe laut gelacht. Ja, lange Haare sind beschissen, denn die Alten stehen nicht drauf. Und bei jeder Demo kriegst du schnell mal eine drauf. Und schau ich mir die Haare und habe dann gedacht, mit kurzen Haaren lebt sich's leichter und ich habe laut gelacht. 2, 3, 4. Die Ratten sind angeschlossen an die Volksbühne, ne? Mhm. Das heißt, sie werden finanziert. Bodenräume, Licht, Eintrittskarten drucken, Werbung drucken und Kantine, was essen und so. Und ihr kriegt 20 Mark Probengeld. 20 Mark Probengeld durch den Verein Freunde der Ratten 07 und 50 Mark Gage. Jeden Abend, wenn wir spielen, genau. Ich wollte eher Rockstar werden, also ich wollte lieber so Musik machen. Dann dieses Schauspieler war halt die Zweitlösung und so, ja. Und dann hieß es, ja, Manne gesucht für Schauspielprojekte. Wer ist Manne? Habe ich da angerufen und dann bin ich gleich bei Tegel Alexanderplatz gelandet mit Roland Bruch, so gleich so ein Riesending. Das ist der ehemalige Regisseur, was ich damals noch nicht wusste, von den Ratten gewesen. Und der macht so Knasttheater, Aufbruch heißt sein Verein. Und es war auch ganz toll, also für so einen Kalteinstieg nicht schlecht. Und dann war alles abgespielt und dann saß ich traurig in der Kneipe rum. Und dann meinte Frederik von den Ratten, hey, wir starten ein neues Theaterstück. Komm doch da und da. Und dann bin ich dahin in die Volksbühne. The random of landmines. Above all, we'd like to thank for life of a woman. I'm so proud to be able to call my sister. Und dann habe ich Maschinenstürmer mitgemacht, das letzte Stück vom Gunther Seidler. Und dann bin ich dabei geblieben, habe mich einfach so festgekrallt irgendwie und bin jetzt so schon dann 2,5 Jahre jetzt dabei. Wie bist du dazu gekommen zum Theaterspielen? Aus der Not heraus. Ich bin mal in der Wärmestube angesprochen worden. Da habe ich mein erstes Theaterstück gemacht. Geil. Also man beschäftigt sich, man hat Zugang zu Literatur, man macht sich eine Platte über, wie denkt der Mensch in dieser Situation, ob der jetzt 1500 Jahre her ist oder 15 oder gestern oder so, weißt du? So, man beobachtet Sachen auf einmal auch anders. Man beobachtet sich auch intensiver. Also dir hat es unheimlich geholfen? Ich weiß nicht, ob es mir geholfen hat. Es hat mir Spaß gemacht. Aber nicht gleich Wärmestube, ne? Was macht ihr so den ganzen Tag? Also wie beschäftigt ihr euch? Wir versuchen auf alle möglichen Arten und Weisen Geld zu beschaffen. Man sagt ja so, zum Glück braucht man kein Geld oder so, aber ich finde es zum unglücklich zu werden doch immer ziemlich erforderlich. Aber kann ich mir nicht vorstellen, irgendwie 20 Jahre am Fließband rumzustehen und dauernd das Gleiche zu tun. Ich
schon seit ein paar Jahren Theater immer. Es macht Spaß, es ist viel Abwechslung dabei, jedes Mal was anderes. Es macht so groß, wenn dir die Seele brennt. Wenn dir die Seele brennt. Du auf die Straße rennst. Du auf die Straße rennst. Und weißt. Und weißt, dass du etwas tun wolltest. Das war wie ein Rausch. So. Ziehst dein Kostüm an. Schminkst dich ein bisschen. Bist du auf einmal Lenny. Wie kam es zur Wärmestube? Wie kam es dazu, dass du da hingegangen bist? Ja, kalt, Hunger, so was. Du hast hier auch gewohnt, ne? Während des Stückes, also während der Theaterzeit oder so, hast du hier gewohnt? Ja, einige Nächte gut durchgeschlafen und jetzt. Stört dich das, dass du keine eigene Wohnung hast, oder ist das auch abenteuerlich? Warum soll man das stellen? Das ist einfach was Schönes. Also man kann ja auch viel unterwegs sein, mal da, mal da, mal da. Und bin auf der Welt geboren, auf der Welt will ich sterben, also werde ich die ganze Welt immer als meine Wohnung bezeichnen. Ich habe schon mit 11 Jahren angefangen, Theater zu spielen. Und dann später habe ich gemerkt, das kann durchaus ein Instrument sein, womit man politische Aussagen rüberbringen kann. Der große Bakunin hat uns den Weg gewiesen. Ich glaube an die Propaganda durch die Tat und tausende von Menschen denken wie ich, die Wahrheit ist keine Theorie, sondern eine Tat, das Leben selbst, die Gemeinschaft freier und unabhängiger Menschen. Ich hatte mal einen Deutschlehrer, der fing irgendwann an, ich werde diese Stunde nutzen, da schieben wir alle Tische nach hinten und dann könnt ihr frei Theater spielen. Ihr könnt irgendwelche Sketche bringen, ihr könnt irgendwas machen. Und danach sagt er, er fand es heute sehr schön, die Stunde. Und ganz besonders ist mir dabei Abel aufgefallen. Und das war halt natürlich für mich damals als Elfjähriger, das war so ein Hurra, so ein Aha-Erlebnis, ja, toll. Ich würde schon gern jemanden töten. Aber es müsste eine sehr berühmte Persönlichkeit sein, damit man in den Zeitungen darüber lesen kann. Und du warst auch schon mal im Knast? Ja, war ich auch. Ist ja auch eine nette Erfahrung. Sonst kaum einer Schauspieler hat man. Du weißt ja nicht, wie es wirklich ist, mal in einer Zelle mal so 24 Stunden eingesperrt zu sein. Oder so. 23 Stunden, weil du hast eine Stunde freigegangen. Ja. Thomas, du warst auch im Knast. Du warst wie lange? 19 Monate. Ja. Weshalb? Vorsätzlichen Vollrausch. Vorsätzlicher Vollrausch? Ja. Was ist das? Mit Absicht besoffen anscheinend. Aber ich weiß nicht genau, ich weiß auch nicht genau, was das heißt. Das Problem war einfach. Zwei Leute haben mich angemacht. Zwei wildfremde Leute, die ich gar nicht kannte. Ja, und dann haben sie meine Frau angebaggert. Und dann habe ich gesagt, ey, lass das mal irgendwann bleiben. Ich bin Flo von den Ratten. Und der da liegt, ist Flox, der Dackel. Auch von den Ratten. Also hier gepennt, da gepennt. Also ich hatte keine Wohnung oder irgendwas zu der Zeit. Habe noch viel in der Volksbühne in verschiedensten Ecken gepufft. Oder so, oder bei Rattenleuten dann und sowas, ja. Also eingestiegen bin ich auf jeden Fall ganz klar obdachlos und hatte Bock auf Theater spielen und so. Und das hat irgendwie hingehauen. Da wollte ich gehen, da haben sie meine Frau in den Titten gepackt. Dann bin ich sauer geworden, hab dem einen erstmal durch die Fresse geklatscht. Ja, und der andere auch noch. Aber einfach nur so, hey, komm, du Micke, lauf weg. Und die waren auch irgendwie angeschuppert oder irgendwas, ne? Und der eine hat sich dabei das Genick gebrochen. Das heißt, es ist gestorben? Ja. Ganz genau. Alle Menschen müssen sich zu einer gewissen Zeit auf den Weg machen. Ihrem Schicksal entgegen. Das Schicksal macht lange die Augen zu.
Aber einmal erblickt es uns doch. Ist beschissen. Einfach beschissen. Ich habe trotzdem Wasser geholt. Weil ich wollte es einfach nicht. Aber wie gesagt, also das blöde Ding ist, du darfst eben meine Frau nicht anpacken, wenn sie es nicht will. Ja? Ja, und ich meine, ich verteidige meine Frau bis zum Letzten. Ja. Und dann passiert mir irgendwie so ein Scheiß aus Versehen. Wirklich aus Versehen. Wovon hat Thomas gelebt? Arbeitslosengeld oder sucht's? So ganz genau weiß ich das nicht. Interessiert mich. Also ich bin auch, glaube ich, bis jetzt wenigstens sehr locker in meinen Beziehungen. Also ich bin da nicht, mich interessiert da nicht unbedingt so, wovon er gerade lebt. Oder ich kümmere mich dann auch nicht sehr drum, dass die Leute dann zum Bewährungshelfer gehen und solche Geschichten. Weißt du, das hat er dann zum Beispiel auch nicht gemacht. Aber ich bin nicht diejenige, ich bin nicht die Mutter, ich bin nicht die, weiß ich nicht, ich koche nicht für meine Leute oder ich passe auch nicht auf sie auf, dass sie nicht in den Knast kommen oder sonst kein Zeugs machen. Ich bin Freundin, aber nicht mehr oder sonst sowas. Das ist doch die Kaiserin von Österreich. Ja. Sissi. Sissi. Ja, und sollte man nicht, dann wäre das nicht die Gelegenheit. Blut, 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 Blut. Während der Zeit konntest du nicht Theater spielen, ne? Du warst sozusagen jetzt von deiner Gruppe dann entfernt. Hat die sich um sich gekümmert? Ja, natürlich, aber wie? Deswegen sage ich ja, Schätzchen, alles Schätzchen. Da gibt es eine gewisse Solidarität beim Ratten, das weiß ich so. Ich finde schon. Das ist auch nicht automatisch so, also wir sind keine heile Familie oder sowas, das mit Sicherheit nicht. Aber es, manchmal funktionieren solche Sachen auch schon sehr gut, würde ich schon sagen, ja. Also, dass man eben aufeinander guckt und so. Als ich zustach, spürte ich, wie die Waffe in ihre Brust eindrang und ich wusste, dass die Kaiserin sterben würde. Ich habe dann auch Steine geschmissen auf Polizisten, weil die vorher einer schwangeren Frau mit dem Schlagstock direkt in den Bauch reingehauen haben und da ist mir der Kragen geplatzt. Da habe ich gesagt, Moment mal, wo lebe ich denn hier? Also das kann ja wohl nicht wahr sein. Und dann habe ich gesagt, ja, du Arschloch, du kriegst jetzt von mir eins auf die Fresse. Man sollte ihn in kleine Stücke packen. Nieder mit der Anarchie! Nieder mit der Anarchie! In den Knast bin ich eigentlich völlig unschuldig gekommen. Wir wussten, der NPD-Parteitag findet statt in Pocking, in der Nähe von Passau. Also die Waffen waren wirklich nur da, damit wir uns selber schützen können vor den Angriffen der Nazis und um unsere Freunde zu schützen. Dafür sind wir runtergefahren und dafür habe ich ein halbes Jahr Gefängnis gekriegt. Es ist auf jeden Fall keine schöne Erfahrung. Es ist auch irgendwie schrecklich, in meine ländliche Zelle eingesperrt zu sein und sich nicht bewegen können. Es ist auf jeden Fall eingeschränkte Freiheit, aber man kann versuchen, daraus mal das Beste zu machen. Ich habe zu der Zeit, wo ich drin war, habe ich zum Beispiel verdammt viele Bücher gelesen. Bücher? Was will ein Verbrecher mit Büchern? Man sagt, er hat sich geändert. Er ist jetzt kein Fest, Fedo! Seine Bösartigkeit ist nach wie vor ungebrochen. Also ich zumindest hätte nichts dagegen, diesen unbequemen, überflüssigen und unterhaltsamen Lucchini endlich mal vom Hals zu haben. Wie erklärst du so deine Aggression? Was ist das? Ich habe ein Kloß im Bauch so, und der steigt hoch, Mann. Das ist pure Energie, weißt du? Das ist Power, Alter. Ja, und dann flippe ich halt aus, so. Dann reiße ich mir irgendjemand, scheißegal, weißt du, am liebsten halt irgendwelche Glatzen oder... Ich habe auch ein Problem mit Bullmann, Alter, ich kann nicht leiden, dass sie mich anfassen, weißt du, dann werde ich verrückt, Alter. Wie geht's dir momentan? Käse. Dir droht in den nächsten Tagen Knast. Kannst du da irgendwas machen, um das zu umgehen? Ja, da gibt's Möglichkeiten. Aber das ist auch nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. So, und ich bin auch so müde, dass echt mir fast scheißegal ist, weißt du? Ist egal, ob du jetzt nicht was kriegst oder nicht. Oder nicht, oder was auch immer. Ja. Das heißt, du hast keine Lust zu kämpfen jetzt, oder? Nee.
Ich habe mich gegen den Faschismus gewehrt. Und dafür werde ich eingesperrt. Ja, das war für mich der Horror eigentlich. Also es war das Schlimmste, was es nur gibt, ist Knast. Ich bin in Passau aus dem Knast rausgekommen. Da habe ich mir erstmal die Birne zugeschüttet. Der Gag war ja der, dass an dem Tag, wo er in Passau verhaftet wurde, bin ich nach Berlin gekommen. Ja. Wieder rein mit Sprengstoff. Ja, ich war nicht immer so brav. Also politisch aber? Nee, ich habe das Zeug verkauft. Eineinhalb Jahre habe ich dafür, konnte mir nicht viel nachweisen. Es war auch nicht viel, was sie gefunden haben oder sonst was. Ich meine, es war belanglos. Aber in Bayern, weißt du, das waren ein paar Sprengkapseln. Aber in Bayern, eineinhalb Jahre, bumm, das war's. Naja, und dann haben wir uns kennengelernt. Dann habe ich gemerkt, irgendwie, er kann Gitarre spielen. Zwei, drei, vier. Hast du mal eine Mal für mich, dann sing ich auch ein Lied für dich von 99 Dosen Bier. Und 98 tranken wir 99 Flaschenkorn. Sind heute schon leer geworden. Ja, am liebsten bin ich dauernd unterwegs, immer so eine Art von freiem Leben. Man sagt ja nicht umsonst immer, so gezähmte Vögel singen von Freiheit und freie Vögel fliegen. Ich denke, ich versuche ja die ganze Zeit zu fliegen, aber durch die ganzen Gesetze und bla, wo man immer in Konflikten kommt, ist man teilweise nur am Singen. Ich nehme dir nicht übel, dass du mich getötet hast. Ich habe mir schon lange den Tod gewünscht. Aber ich muss zugeben, ich habe ihn mir nicht so vorgestellt. Der Tod sah in meinen Gedanken nicht aus wie du. Dekadentes Aristokratengeschwätz, lass mich in Ruhe! Ich möchte doch nur wissen, warum du mich getötet hast. Was willst du noch von mir? Verstehst du nicht? Ich bereue meine Tat nicht. Es ist mir gleich, dass du sterben musstest. Du oder jemand anders. Kaiser, Könige, das ist mir egal. Es waren also politische Motive? Was weißt du denn schon von politischen Motiven? Ich habe dich umgebracht, um mich für mein Leben zu rächen. Und? Ist dein Leben jetzt gerecht? Das ist dann auch nicht die Geduld, sozusagen, sich auf das System jetzt einzulassen und sagen, also lieber jetzt vielleicht ein bisschen rumschleimen und so, statt im Knast. Ja, das ist halt so Autorität, also ich habe echt ein Problem damit, so wenn Leute aufgrund einer bestimmten Kleidung oder einer bestimmten Funktion ihre Macht missbrauchen, indem sie, ja, ich sag da mal im Meme-Jargon, auf einen wichsen, so, tu jetzt dies, tu jetzt das und es passiert was, so, weißt du, weil ich bin jetzt hier der große Sheriff oder solche Sachen. Da kann ihm schon mal die Hutschnur hochgehen. Jetzt erinnere ich mich. Ich hatte keine Wahl. Ich musste dich umbringen. Es war die einzige Möglichkeit. Sag, dass es die einzige Möglichkeit war! Ich wusste von der RAF eigentlich erstmal überhaupt nichts. Ich wusste nur, die legen Bomben, die schießen Leute um. Und ich wusste nie warum, weil in den Medien wurde das nie gesagt. Also eigentlich bin ich ja Anarchist. Aber ich fand es halt geil, dass da endlich mal Leute endlich aufgestanden sind und endlich gesagt haben, nee, jetzt ist Schluss, jetzt lassen wir uns das nicht mehr gefallen, jetzt schießen wir zurück. Weil der Staat hat zuerst geschossen, der erste Tote war Benno Ohnesorg. Ich würde auch jederzeit, also wenn es so eine Gruppe nochmal geben würde, die unterstützen. Lucchini weist eine Vielzahl von Degenerationserscheinungen auf. Wie bist du zum Theaterspielen gekommen? Roland Bruce wollte ja aufhören und hat dann Gunther geholt. Ja, und dann hat Gunther mich eines Tages geholt, weil nämlich mein Namensvetter Heinz Wienke ausgefallen ist, der hatte offene Beine. Und so bin ich hingekommen zu den Ratten und dann bin ich aber auch geblieben, weil es hat mir gefallen. Es war schön, seitdem bin ich dann auch da. Es war 94. Meine Herren, bitte. Und, warum machen Sie immer nur Ärger, Lucchini? Ich mache keinen Ärger. Ich habe mein Leben lang nach Ruhe und Ordnung gesucht. Ich mache keinen Ärger. Ihr verdammten Schweine! Wir sind die Systematik. Wir sind die Systematik. Wir sind die Systematik.
das System. Wir sind die Systemmasse, das musst du verstehen. Die Leute denken nur noch an Konsum. Es gibt kaum noch Leute, die irgendwie mal sagen, ey, wir wollen was anders machen. Ja, das ist im Moment scheiße. Ich sitze so in meinen Startlöchern und warte, dass endlich mal was passiert. Aber ich weiß nicht, jetzt nimmt die rechte Gewalt wieder zu und ich hoffe, dass da auch eine Gegengewalt entsteht. Ich bereue nichts. Ich bereue nichts. Ich bereue nichts. Natürlich nicht. Was? Ganz Leben lang gearbeitet? Wie lange bist du arbeitslos, ey? Erzähl mir doch, Ken. Ich arbeite jeden Tag. Ach ja. Ich arbeite täglich. Ja, klar, ja. Schnorren ist auch Arbeit. Ja, Schnorren ist auch Arbeit. Stimmt. Ja. Stimme ich dir sogar ich zu. Ich wünsche jeden Tag Probleme. Denke jeden Tag nach. Die Haare fallen mir immer mehr aus. Ich habe aber festgestellt, wenn wir vor einer Vorstellung einen tierischen Streit haben und uns echt schon fast an die Wäsche gehen, dann waren das meistens die besten Vorstellungen danach. Wenn wir völlig in Harmonie sind, dann würde... Ist denn schon mal vorgekommen, dass du zu besoffen warst zu spielen oder irgendwie vergessen hast die Zeiten oder so? Natürlich ist es schon vorgekommen, dass ich irgendwann mal in die Ecke lag und festgestellt habe, scheiße, du bist ein paar Stunden zu spät zur Probe. Aber wenn mir was Spaß macht, dann kann ich mich auf jeden Fall gut disziplinieren und kriege ich einiges auf die Reihe. Wenn einer völlig besoffen ist, dann kann er meistens nicht mehr gut spielen. Irgendwie kriegt er schon noch gebacken. Wir hatten mal einen, der musste sagen, und Schulmeister, Sie stehen mir für die Nüchternheit. Und der war Sternhagel zu. Hat nur noch gelacht, oh Schulmeister, ich schäme für die Nüchternheit. Und alle auf der Bühne, also da konnten wir uns wirklich nicht mehr halten. Alles hat zu lachen angefangen. Ich finde die Rattenleute erstmal klasse. Weil die sind einfach für mich eine Familie geworden. Das ist anstrengend. Das ist anstrengend, weil ich... Also ich bin so ein Mensch, ich versuche mir immer in diese Personen reinzuversetzen, die, wo ich spielen soll. Soll ich in das Einbrecher spielen, dann habe ich irgendwie eine, wie sagt man, so eine Einbrechermanier. Irgendwie, das ist schon manchmal komisch. Ja, also ich bin jetzt kein großer Fisch oder so, aber ich habe schon einiges gemacht. Ein paar Sachen will ich auch nicht erzählen, aber so Autos knacken und so, das war auch schon dabei. Oder Wohnungseinbrüche waren meine Spezialität. Irgendwas rausgerissen aus der Wohnung und dann versetzt, dann hast du halt deine 200-300 Mark. Mein Vater ist Iraner, ja. Und deine Mutter? Meine Mutter ist aus Polen, Tübingen. Da bin ich aufgewachsen, ja. Geboren und aufgewachsen in Tübingen. Du stammst woher? Polen. Wo genau aus Polen? Wo genau? Das würde ich mal sagen, so ein kleines Kaff, ganz nördlich, fast am Russland, ganz nah. Ich war anders auf jeden Fall. Also ich habe auch viele, also mein Anderssein hat auch mit meiner Familie einfach zu tun. Also mein Vater war ganz schlimm, seit ich, also ein totaler Choleriker. Also der hat zu Hause, Architekt, Selbstständiger, zu Hause in sein Büro gehabt, war also im Prinzip 24 Stunden da und man musste immer Angst haben, dass er rumbrüllt und einen zu Sau macht. Aber wirklich. Also ich muss schon sagen, dass ich sehr geliebt und gemocht worden bin von meinen Eltern, auch von meiner Umwelt, weil ich war immer süß und lieb und ansehnlich, bis ich dann halt immer mehr krumme Dinger gemacht habe. Ach, in meiner Jugend wollte ich alles Mögliche sein. Ich wollte immer ein Flugzeugpilot sein, ich wollte Panzerfahrer sein, ich wollte Formel-1-Fahrer sein.
ab irgendwann hat es einfach so einen Punkt gegeben, wo ich dachte, so wie alle Leute leben, aber das wollte ich einfach nicht. Ob ich wirklich eben Scheiße baue oder ob ich versuche, die Regeln irgendwo einzuhalten, möglichst perfekt, dann gibt es trotzdem Ärger, man ist trotzdem der letzte Arsch. Und wenn ich jetzt die Regel nicht einhalte, der Unterschied zu dem bisschen mehr Ärger ist dann wirklich nicht so lohnend, dass man eben versuchen muss, möglichst das zu machen, um den Eltern zu gefallen oder so. Wie war deine Mutter? Opfer. Ich habe die Volksschule besucht und habe dann eine Autolackiererlehre gemacht. Und die habe ich nicht zu Ende gemacht. Es hat mir keinen Spaß gemacht, es war aber auch mit dem Nitro und Kunstharz, ich konnte das nicht vertragen. Das sind gefährliche Gifte. Und ich habe da auch keinen Sinn drin gesehen. Dann bin ich 80, muss das Jahr 80 wohl gewesen sein, bin ich nach Berlin gekommen und habe in der Foliendruckerei gearbeitet. Und das war mir auch zu blöd. Ja, und eines Tages lief nichts mehr und dann musste ich zum Sozialamt gehen. Dann kam Alkohol dazu. Tja, wie das dann so geht. Von den 1000 Mal, die ich nicht erwischt worden bin und davon gut gelebt habe, gab es natürlich 5 Fehler, wo ich mich halt erwischen habe lassen, also durch Dummheit auch. Und einmal, da kam dann halt die Polizei und ich bin halt mit dem Knüppel auf die Bullen los und habe den halt dann so liegen lassen. Und dann haben sie mich halt mitgenommen. Ich habe noch so ein bisschen gezuckelt irgendwie, aber es war dann halt auch verschissen. Und kam zu einer Gerichtsverhandlung und ich soll das jetzt noch alles bezahlen, 10 Jahre später. Wie alt bist du jetzt? 33. So wie Jesus. Ja, hoffentlich immer tun sie mich nicht dieses Jahr auf Kreuzlagen. Auch mal ein Traum von mir. Ich wollte Germanistik studieren, ich wollte Politologie studieren. Ging aber nicht mit Fachabitur. Hätte ich erst allgemeingültiges Abitur nachmachen müssen. Hätte 5 Jahre gedauert und dann habe ich gesagt, nö. Und bin dann nach Berlin gegangen. Von Tübingen weg bin ich mit 19, weil ich gemerkt habe, es hat in Tübingen keinen Sinn mehr. Ich bin jeden Tag nur noch kontrolliert worden, egal wo ich war. Bist du Alkoholiker? Wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich ja, eher schon. Aber ich kann damit auch umgehen. Was hältst du von Alkohol und Drogen? Sex nicht vergessen und Rock'n'Roll. Dieses kleine Spoiler-Rausch ist ja immer das Schönste, was man haben kann. Morgen. Erstmal in Berlin ja angekommen, aber durchgefahren, weiter Richtung Westen. Da war ich kurz mal in Holland. Amsterdam habe ich kurz gelebt, ein bisschen Italien, auf dem Rückweg eigentlich, wo ich dachte, dass ich nach Polen zurückfahre, also bin ich in Berlin hängen geblieben, ein paar Leute getroffen und seitdem bin ich hier. Auf der Straße hat sie mich nicht unterstützt, meine Eltern haben mich nicht unterstützt und dann habe ich immer was gesucht, wo sie mich unterstützen würden und dann habe ich gemeint, ja okay, gehst du auf die Schauspielschule, weil das zahlen sie dann wenigstens. Und dann lag ich mal blau in der Probe rum, konnte mich nicht mehr bewegen. Ja, und dann hieß es halt Tschüss. Wie kam es dazu mal? Das macht man so vielleicht mit vielleicht 12, 13 oder so angefangen, Partys zu machen. Und bis heute nicht aufgehört, bis auf jetzt gerade mal eine Woche oder so. Hat man schon oft das gesagt, so ein halb besoffenes, weggeschmissenes Geld, also... Wo steht denn jetzt hier der Scheißschnaps? Ja, woher soll ich das wissen? Ich denke, du warst schon mal hier. Ach, wie komme ich denn dazu? In so ein Irrenhaus doch nicht. Ja, ja, ich habe eine ruhige Hand. Ja, ja, du hast eine ruhige Hand. Die hältst du verschüttest, wa? Ja.
Die haben dort im besetzten Haus gelebt und für die Hausbesetzer hatte ich sowieso schon immer Sympathien. Und hier war es dann halt auch damals 88, 89, kaum Wohnungen. Ich hatte kein Geld und die Freunde wollten mich auch nicht ewig durchziehen. Und dann ging es halt los. So. Wie kamst du der Obdachlosigkeit? Wie gesagt, also Räumung vom besetzten Haus, von der Maistraße. Und da gab es dann auch nicht irgendwelche Alternativen oder so. Irgendwie, dann sind wir eine ganze Weile noch mit einigen Leuten da rumgezogen, teilweise mit Zelten, teilweise so draußen oder auch unter Brücken gepennt und verschiedene Sachen. Das hier hinten ist das erste besetzte Haus, in dem ich gelebt habe. Ja, das war eine sehr schöne Zeit. Also ich würde sagen, die schönste Zeit meines Lebens habe ich hier erlebt. Hat mir dann da auch Läuse, Krätze, Schleppe geholt. Er hatte alles drei gleichzeitig. Das ist ziemlich ätzend. Aber mit drei Flaschen Korn im Schädel oder so geht das schon. Aber ich war richtig frei. Zum ersten Mal keine Eltern, die irgendwie sagen, Mann, schneid dir doch mal die Haare an, was sollen denn die Nachbarn denken und blablabla. Da oben, da habe ich gewohnt. Und dann habe ich bei Junks gewohnt. Und das war das Übelste, weil überall lagen Spritzen rum und ich habe mir aus Versehen Spritzen ins Finger gejagt und Paranoia gekriegt, was hast denn jetzt schon wieder? Aber ich wusste, wenn ich da nicht rauskomme, dass ich wirklich abstürze, also richtig auch mental mit dem Kopf. Also ich wollte noch zumindest mein Hirn retten. Ja, ich war auch obdachlos, habe auch auf Dachböden geschlafen. Ich bin damit nie klargekommen. Ich komme damit heute auch noch nicht klar. Es hat dann angefangen, dass ich dann ab und zu im Park schlafen musste. Im Sommer ging das ja. Dann immer in Hausfluren und auf Dachböden. Und ich habe dann immer Zeitung ausgelegt. Und das Einzige, was so genervt hat, wenn immer das Licht anging, weil die Leute kamen ja Tag und Nacht oder nachts und so. Erst ins Ruhrgebiet, dann nach Berlin, direkt im besetzten Haus. Nein, in der Stressreihe weiter. Nazis, Bullen. Da hat es ein paar Mal unser Haus angegriffen, die wollen damit versucht zu räumen. Ich bin hier eingezogen im November 1991 und im Dezember 91 wurde dieses Haus angezündet von Neonazis. Und danach hatten wir halt eben gar nichts mehr. Wir hatten keinen Strom mehr, kein Gas mehr, kein Wasser mehr. Und alle, fast alle, sind ausgezogen. Aber es sind ein paar Leute gewesen, die geblieben sind und die haben gesagt, wir sind die K9 und wir bleiben hier und wir halten dieses Haus. Das ist unser Zeichen. Ich habe mich immer so als Deutscher gefühlt und ich kann ja nicht mal iranisch oder irgendwie. Na, bei Auseinandersetzungen kamen dann halt irgendwie so Perserschwein-Ausdrücke und so. Und es ist auch schon zweimal passiert, also mit Nazis. Das waren drei Glatzen und die haben mich dann in so eine Ecke gedrängt und auf mich eingedroschen. Und dann musste ich halt einem irgendwie durchs Gesicht ziehen mit meinen Fingernägeln. Dann hat der losgelassen und ich hatte schon fast keine Haare mehr. Und den dritten durchs Gesicht ziehen, schön langsam. Und dann hat der auch abgelassen und dann hat der dritte auch keine Lust mehr gehabt. So, heute Anti-Aggressionstraining. Voll. Soll ja helfen. Wenn du quatscht, mal keine Kacke. AAT nennt sich das vernünftig. Müsst aber ein bisschen vorsichtig sein mit den Dingern, weil die sind kreuzgefährlich. Das gibt ganz eklige Wunden. Also immer vom Körper weghalten und dann läuft das. Saufen und sonst irgendwas. Sonst ja, hat man nicht gekriegt. Du hast Räumung miterlebt. Ja. Kannst du noch was erzählen, wie das vor sich ging? Also ja, also es gibt verschiedene Arten. Immer gibt es die Bauarbeiter, dann hast du da so ein paar Rocker oder irgendwelche Rüster, die dann morgens die Tür eintreten, in deine Wohnung reinkommen, dein Zimmer verwüsten, Schrecken verbreiten. Wenn du ein gutes Haus hast und so schnell wieder draußen, ist auch schon passiert, dass dann Bauleute gefangen genommen worden sind und
Dann kam die Bauleiterin schon mit Schwitzen. Es ging nur um ein Straßenfest, das durchgeführt werden sollte. Es war klar, dass es verboten wird, weil es in der Mainzer Straße stattfinden sollte, ein Jahr nach der Räumung. Ja, klar war es verboten, die ganze Mainzer Straße war abgeriegelt mit Wachschutz und Polizei und allem möglichen Quatsch. Und plötzlich kommt jemand ins Haus gelaufen und sagt, ey Mann, Leute, geil, geil, draußen stehen 500 bis 1000 Leute und die sind alle vermummt und alle wollen sie in die Mainzer Straße reindrängen. Und ich habe so eine Solidarität zu einer Straße, habe ich vorher nie erlebt. Das war, fand ich so toll, weil ich das einfach aus Bayern zum Beispiel nicht kannte. Ja, allein die Polizei, die bricht morgens auch ein, die ist dann auf immer da. Im riesigen Aufgebot, Straße ist abgesperrt, kommen rein, zerschlagen die alle, schmeißen alles aus dem Fenster. Wir wollen keine Bullenschweine! Wir wollen keine! Halt Auseinandersetzungen über diverse Dogmen und so weiter. Also es gibt's auch in der Szene, dass dann sich die Leute gegenseitig räumen. Und die Szene, die wurde dann auch letztendlich kleiner und der Konkurrenzkampf wurde dann durch diese Räumereien auch größer. Es gab kaum noch Freiräume und die Freiräume, die es gab, dann gab es richtig Kämpfe um die, ja. Es gab einen Krieg 1992 zwischen Vorderhaus und Hinterhaus. Da haben wir uns mit Zwillen beschossen, mit Molotow-Cocktails, Pflastersteinen, allem Möglichen. Das Vorderhaus wurde geräumt, das Hinterhaus nicht. Also es gibt noch ein paar Leute, die Fahne hochhalten. Aber es sind sehr viele Leute enttäuscht auch, seit der Entwicklung zu sehen, wie wir aus fetten Leuten kranke Menschen werden, das ist halt nicht so schön. Weil Leute verschwinden, weggesperrt werden, sich wegfixen, springen, das ist schon echt scheiße. Und jetzt? Schau es dir an. Spießer Scheiße, ey. Das war meine Heimat. Ich hatte das Glück, immer irgendwie dann unterzukommen. Ich habe dann eine Frau kennengelernt. Da ich hab lange bei ihr gewohnt. Du hast dich doch gerade frisch verliebt, oder? Ja, tolle Frau, auf jeden Fall. Spitze. Ja, aber das ist halt, sehe ich dann auch schon, weißt du? Ich habe ziemlich lange Zeit alleine gelebt, so. Also nicht auf eine konkrete Partnerschaft eingegangen. Und wenn jetzt wieder kurz davor stehst, hier die Zelte wieder abzubrechen, das belastet auch. Stichwort Liebe. Oh, nicht mein Thema. Ich hoffe, irgendwann lebe ich das auch nochmal, Liebe leben. Ich bin noch nicht ganz da. Ich bin noch nicht ganz angekommen. Verliebst du dich manchmal oder hast du einen bestimmten Typ? Die Brüste müssen gelb sein, der Arsch rot, die Arme weiß, die Beine schwarz und der Bauch ganz bunt. Und das war gestern, als du die Frau gestern getroffen hast, wie hat sie ausgesehen? Das habe ich schon vergessen, das war gestern. Außerdem war ich betrunken. Jetzt geh mal einen Kaffee trinken, komm. Den Kaffee trinke ich jetzt. Doch, was anderes, Saft oder was, egal. Was essen wir? Ich trinke einen Kaffee oder essen was, ja, okay. Ich bin Extremist, ich bin politischen Extremist, ich bin bei Liebe. Und wenn ich jemanden liebe, dann liebe ich ihn hundertprozentig. Ich kenne Tina 20 Jahre. Sie hat ja mehrere Liebhaber, das heißt, sie zieht sich die Typen an Land und sie hat mir von ihren oder meinen Vorgängern schöne Geschichten erzählt, dass sie einen Freund die Rippen gebrochen hat, das Nasenbein gebrochen hat, mit dem Messer auf ihn losgegangen ist, nur weil er mit ihr nicht pennen wollte. Da habe ich mir gesagt, Bumsen macht Spaß, aber es kann auch ein Gefahrenherd sein. Ja, also verliebt bin ich seit 10 Jahren mindestens einmal im Jahr ganz schwer, ganz tragisch. Also ich sterbe da richtig irgendwie, ja.
Und inzwischen habe ich eigentlich keine Lust mehr, mich so richtig krass zu verlieben und so. Aber die nächste, die kommt, da würde ich mir dann halt schon mehr Mühe geben, habe ich mir dann auch gedacht irgendwie. Ja gut, Tina ist schon eine tolle Frau. Also sie ist treu. Sie ist treu, sie ist zuverlässig, anhänglich. Anhänglich ist sie auch. Sie hat mich in 20 Jahren immer wieder gesucht und gefunden. Sie hat mir auch nie einen Schlüssel gegeben. Das hat sie aus dem Grunde nicht gemacht. Wenn ich nämlich einen Schlüssel habe, bin ich unabhängig. Da hat sie erkannt, wie jeder gute Politiker, man muss das Volk in Abhängigkeit halten, sonst hat man verloren. Es gibt eine Frau, die ich ohne Ende liebe, die ich als Liebe meines Lebens bezeichnen würde. Aber die hat vor 5 Tagen mit mir Schluss gemacht. In erster Linie wegen meiner Sauferei. Ich wäre gern Serienjägermörder, so habe ich mir vorgestellt irgendwie. Serienmörderjäger. Aber Serienmörder werden will ich auch nicht irgendwie, aber ich habe schon die Tendenz dazu, weil ich habe echt so komische Erfahrungen mit Leuten gehabt, die würde ich am liebsten alle umdolchen. Also echt irgendwie ein Loch im Wald und dann rein mit denen und so, Kopf ab, damit noch die Geister nicht irgendwie mir hinterher wandern und so. Ja. Ich habe einen Typen kennengelernt, der sowas kannte, und der hat mir ein paar Gelenkübungen gezeigt, wie man so manche Sachen ein bisschen dreht, und hat dann mir einfach gesagt, mal ein paar Teile zeige ich dir und den Rest musst du dich selber einüben. Und dann soll ich zum Synchron, sagt meine Mama 1,5 Jahre schon. Dann müsste ich auch wieder so aufnehmen, was ich alles machen kann. Hühner. Na, ein Hund macht ungefähr so. Nee, also besser. Oder so, ja, das musst du halt irgendwie üben, ja. Verletzt du dich dabei manchmal? Ja, natürlich, aber so wie gesagt, also je mehr Schmerzen ich selber dabei immer so erlitte, dann weiß ich, wie viele Schmerzen kann ich Gegner antun. Also deswegen bin ich auch meist ein bisschen ruhiger. Ja, hier drauf ein bisschen, aber da drauf ein bisschen. Aber es macht nichts. Aber weißt du, einfach trainieren, weißt du, wieder fit zu werden mit allem Möglichen. Mit Schach oder irgendwas geistig, weißt du, geistig und sportlich wieder auf die Reihe zu kommen. So, ja. Jetzt mache ich erstmal 1 Monat Urlaub. Lass uns nochmal auf Tommy eingehen. Ich meine, es ist ja eine tragische Geschichte. Das letzte Mal traf ich ihn sehr gesund und hatte draußen Stockkampf mit David gemacht oder so. Was ist passiert? Ich war nicht dabei. Die haben einen Boxkampf gemacht, unter Freunden sogenannten. Ja, ich war ja dabei. Man war so ein pseudosportliche Veranstaltung. Ein paar Leute haben einen Boxerring aufgebaut, die haben mit Kopfschutz, mit Boxhandschuhen so ein bisschen Spannung gemacht. Soweit ich das gehört habe, hat er vorher schon mit 2 anderen aufgeboxt, einfach aus Spaß zusammen irgendwelche lustigen Sachen zu machen. Weil nach dem Kampf und so hat er ganz normal bis auf Kopfschmerzen reagiert und ist dann mit mir nach Hause gekommen, eingeschlafen. Und ich musste einen Tag später immer auf eine Tournee fahren. Und dann hat er 2,5 Tage zu Hause alleine gelegen und hatte einfach mal Gehirnbluten, was keiner bemerkt hat. Wo ich 2 Tage später von Tournee nach Hause kam, da lag er immer noch da, wo ich ihn verlassen habe. Mittlerweile auch angepisst und angeschissen und so. Und dann habe ich natürlich Krankenwagen angerufen. Er lag dann, ich weiß nicht, 4, 5 Wochen so ganz im Koma. Ist, glaube ich, schon 4 oder 5 Mal operiert worden. Und erst hatten sie die Schädeldecke rausgenommen, hier so eine ganze Platte von Knochen. Ist inzwischen wieder reingesetzt. Er kann seine Arme und Beine so gut wie nicht richtig selber bewegen. Zum Beispiel, der kriegt ganz viel mit, denke ich. Bin ich mir sehr sicher. Kriegt ganz viel mit, aber kann selber sehr, sehr wenig. Er wird wohl nie wieder der Alte werden. Also die Schädigung wird bleiben. Das ist jetzt über 8 Monate her. Also die erste Zeit war ich ganz, ganz viel dabei. Und das hat jetzt einfach mal logischerweise nachgelassen, weil ich auch irgendwo meine Energie zum Beispiel und einfach, ich mag auch mein Leben. Thomas braucht ganz viel Zeit. Er verbessert sich. Aber nicht zusehends täglich oder von Minute zu Minute, sondern auch ganz, ganz langsam wird es immer besser, alles. Also jetzt letzten Montag umgezogen vom Krankenhaus Spandau in die gemeinsame Wohnung von David und Thomas in Kreuzberg am Grotti. Da gibt es einen Sozialdienst. Also er wird 23,5 Stunden pro Tag betreut. Wobei auch
bis jetzt zwei Leute von uns, also David und Abel, Nachtschichten machen. Wo man eben also nicht also da sein muss, aber nicht nur da sein, sondern eben auch Wecker stellen und muss sich zwei bis dreimal nachts umdrehen, damit er, weil er es überhaupt nicht selber kann, ihn vielleicht auch windeln muss oder wie das heißt. Naja, ich habe erst mal ein Jahr lang gesucht, bis ich eine Wohnung gefunden habe. Wie viel zahlst du hier? Das zahle ja nicht ich. Zahlt ja das Sozialamt. Was machst du hier zu Hause? Lesen, Fernsehen gucken, Videos gucken. Ja, ist eigentlich ziemlich langweilig. Ne? Das ist jetzt meine erste eigene Wohnung und so. Du kriegst ja nur eine Wohnung mit Mietvertrag und so und die habe ich halt durch meine Mutter. Und also ich habe ein Riesenglück. Als ich hier eingezogen bin, dann hat hier mir gleich mal jemand zur Begrüßung, hier siehst du das Einschussloch, ins Fenster geschossen. Warum hat er geschossen? Naja, zur Begrüßung halt irgendwie. Da hat mich wohl gesehen jemand, dem ich nicht passte. Lange Haare und Musik und so. Und dann wurde das halt mal so zum Hallo sagen, dass hier halt gewisse Sitten herrschen. Ich bin auch nicht versichert und so, ja. Ich meine, das Einzige, was okay ist, ich habe gesunde Zähne, ne? Aber ich könnte mir da hinten einen ziehen lassen, weißt du? Der ist so ein Backenzahn, der gerade vielleicht anfault und so. Meine Zähne, ja, das ging. Also ich hab ziemlich Essstörungen und so. Und dadurch habe ich ziemlich einen Kalziummangel und die sind dann halt so nach und nach weggebröckelt. Und also es gibt nur zwei Sachen, wo ich echt Schiss vor habe. Das ist Zahnarzt und Knast. Ja, da habe ich echt Schiss vor. Ansonsten habe ich vor nichts Schiss. Oh, guten Tag, mein Name ist Williger. Ja, klar. Ja. Sie sind zum ersten Mal hier, ne? Ja. Gibt es denn Probleme an dem Zeh? Also da ist nur noch die Wurzel drin, das Zahnfleisch schon drüber gewachsen. Das hat sich dann oft entzündet, Abszesse drin und all so ein Scheiß. Und dann war es wirklich immer sehr schmerzhaft beim Zahnarzt. Der tut weh, ne? Und hier ist dieser ganz kaputte Zahn, der nicht mehr zu retten ist. Der hat so eine tiefe Karies, dass wir den jetzt ziehen müssen. Machen Sie ganz langsam, wir machen hier so eine kleine Spritze. Dann ist der Seite da oben betäubt. Und dann nehmen wir diesen Wurzelrest raus. Wenn man jahrelang immer Schmerzen hat, das lernt man damit umzugehen, wenn sie nicht so, zu extrem werden. Und wenn sie dann halt ganz extrem geworden sind, dann bin ich auch zum Zahnarzt gegangen. So, jetzt drückt das ein bisschen, weil die Flüssigkeit in den Gewebe reinkommt. Ja, alles so. Kommt schon vor, dass man irgendwie ankommt, wo gibt es ja doch ein paar Gegner mehr als ein. Naja, das ist ja nicht gut für die Zähne zum Beispiel. So, schön aufmachen. Ja, pass mal lassen, mach mal lassen. Ah, ja. Ja, ich muss ein bisschen. Ja, erstmal haben sie mir 14 Zähne gezogen und danach kriege ich ein Gebiss. Schön locker, locker tun, jetzt kommt gleich raus. So, jetzt. Also die Arbeit bei den Ratten hat mir immens geholfen, mich nicht unbedingt bei meinem Umfeld zu stabilisieren. Okay, bei meinen Eltern, die finden das schon ganz toll, dass ich Theater mache. Und es hat vielmehr mir was gebracht. Und ich war schon im Theaterhimmel. Ich werde versuchen, jetzt meinen neuen Schreibtisch, den ich habe, jetzt endlich meine Sachen zu schreiben, die ich gerne möchte. Also es muss jetzt nicht irgendwie der Millionseller sein, aber ich kann das schon auch im Eigendruck rausbringen. Und falls ich etwas früher als gedacht unter einen LKW komme, dass das halt noch so als Message das halt noch so nebenbei mitkriegt, weißt du? Zukunft der Ratten, jetzt für obdachlose Betroffene Theater zu machen, wird auf jeden Fall eine riesen Zukunft haben. Die Leute, die länger dabei sind, die werden also anderen Leuten die Chance lassen, das Gleiche zu erfahren, was wir da erfahren durften. Wir wollen verstärkt Straßenaktionen machen. Was würde ich machen, wenn die Ratten nicht mehr wären? Naja, das passiert ja nicht von heute auf morgen. Da muss man ja noch mal gucken dann. Also ich meine, man muss sie ja erst mal sterben lassen, bevor sie tot sind. Und noch sind sie nicht tot. Ja.
Ja, das ist für jeden das Seine. Jeder hat sein eigenes Leben und der eine stirbt früher, der eine später. Was soll man denn großartig dazu sagen? Ja. Also ich glaube, dass ich einen Mensch ändern kann. So, davon bin ich fest überzeugt. Und ich, das muss aber jeder auch für sich selber ausmachen. Trotzdem, was würde ich ohne Ratten machen? Ich würde versuchen, andere Leute zu finden. Ja. Aber, noch gibt es die Ratten. Wie fühlst du dich kurz vor der Premiere? Ziemlich frei, ja. Mhm. Durch das Kostüm, das macht einen so frei. Ja, ist kurz vor der Premiere, ne? Macht nichts. Ist immer dasselbe. Ja. Ja. Aufregung gehört dazu. Und du hast aber ja jetzt spricht man gar nicht mehr drüber. Du hast ja jetzt Karriere gemacht, ne? Du hast jetzt eine große Rolle gehabt in Hannover, im richtigen Staatstheater. Ja, so nennt sich das. Ja, ist auch eins hier. Wir haben Kirschgarten. Und das Kirschgarten habe ich in Kirsch gespielt, ja. Wie geht's dir, David? Na gut, wie immer. Aber du machst hier bei dem Stück nicht mit? Nein, mache ich nicht. Da brauche ich aber einen Grund. Ich habe einfach eine Pause gebraucht. Mal so viele andere Sachen auf dem Kopf und links mal hat es nicht so ganz funktioniert. Kannst du deinen Text? Auch nicht. Noch Fragen? Also, ich hoffe, das wird schön, wa? Aber ich denke, die Chancen sind nicht ganz schlecht. Oder? Also diszipliniert, ich meine, ich trinke zum Beispiel auf den Proben aufgehen, weil ich denke, dass das angenehmer ist. Ich trinke jetzt weniger in meiner Freizeit, während der Proben. Premiere, wie fühlt ihr euch? Na, habe ich schon nicht gepennt. Aber Bock einfach. Bock, soll langsam losgehen so. Aha. Das letzte Mal haben wir uns gesprochen und da drohte irgendwie der Knast. Ja, die Tür hat sich erledigt, aber so wie das Leben halt spielt, dann kommt halt das Nächste so. Aber also damals haben mir auch Freunde geholfen, also der rosa Zettel, Einladung hier, melde ich dann und dann, dort und dort. Das ist vom Tisch einfach. Also mir war zu dem Zeitpunkt ziemlich scheißegal gewesen so. Aber jetzt nicht. Ewig versucht, da mir eine Umschulung, Weiterbildung, bis dann irgendjemand mal auf dem Arbeitsamt gesagt hat, Alter, komm nicht wieder, verpiss dich, mach das, was du vorher gemacht hast, krieg, dass du da weiterkommst. Also was willst du machen? Außer ab und zu mal Nebenjobs, die natürlich dann anmelden musst oder wie auch immer. Aber ich meine, es ist ätzend für deinen Selbstrespekt. Wen spielst du genau? Was? Ich spiele den Leibwächter vom Eulen raus so. Und noch einen. Und noch einen. Stellt ihr euch vor? Ich bin Antje Wenningmann, Christine Umpfenbach und zusammen sind wir C&A vielleicht noch zu sagen. Das heißt, ihr habt zwei oder drei Stücke mit den Ratten inszeniert? Vier Stücke haben wir mit den Ratten gemacht, genau. Darf ich dich fragen, du hast ja nicht nur eine berufliche Beziehung zu Abel gehabt, sondern auch eine private. Was willst du denn wissen? Ja, erzähl mal, was passiert ist. Es ist ja eine ganze Menge aufregende Sachen sind passiert in deinem Leben. In meinem Leben, ja. Ja, das letzte Mal war ich ja ziemlich gefrustet wegen meiner Freundin, die sich von mir getrennt hatte. Aber so ein paar Tage später habe ich mir gesagt, das wollen wir noch mal sehen, ob das wirklich zu Ende ist. Abel hat sich in mich verliebt und so haben wir uns kennengelernt. Also er war damit einfach ziemlich offensiv und für mich war es spannend. Also ich finde ihn einfach einen ganz tollen Menschen. Mhm.
habe ich mir gesagt, das werden wir schon wieder hinbiegen. Die Frau werde ich zurückerobern oder ihr Herz zurückerobern. Aber dazu muss ich das Trinken aufhören. Ja, ich habe einfach gemerkt, dass ich das nicht aushalte mit Alkohol, dass mir das zu krass ist, also dass das zu viel Raum einnimmt, und hatte mich dann auch getrennt. Und er hat daraufhin selbst entschieden, dass er aufhört und dass er das einfach wagt oder schaut, was dann passiert. Und das war dann eigentlich auch wirklich die neue Chance für unsere Beziehung. Das war schon so. Ich habe aufgehört und habe das mit meiner Freundin noch wieder hingekriegt. Wir sind dann noch zusammengeblieben. 9 Monate lang noch. Bis letzte Woche. Und ja, seitdem trinke ich nicht mehr. Meine Zähne habe ich inzwischen auch machen lassen, aber das war das letzte Mal schon in Arbeit. Zeig mal deine Zähne. Toll. Also ich habe einfach gerade ein anderes Leben als er, und es ist schwierig. Also das heißt nicht, dass ich ihn nicht ganz arg toll finde oder so, aber es ist einfach gerade zu unterschiedlich, was wir vorhaben. Das heißt, und die Freundin hat jetzt vor einer Woche so Schluss gemacht. Ist das endgültig oder hast du die Hoffnung, dass es... Das ist wohl endgültig. Und wie ist es mit dem Trinken? Hast du da nicht irgendwie wie das Gefühl, alles wegzuschmeißen, oder? Hatte ich im ersten Augenblick schon, aber habe ich gesagt, geht jetzt nicht, machst du nicht. Also erstens machst du dir damit wieder alles kaputt. Und außerdem sind wir ja in 3 Tagen ist Premiere und so. Wenn ich jetzt das Trinken anfange, dann werde ich da in 3 Tagen einen Schmarrn zusammenspielen, dass es nicht mehr feierlich ist. Ich habe gehört, dass die Volksbühne die Ratten entlässt. Leider, die setzen uns jetzt vor die Tür. Das heißt, mit dieser Inszenierung wird das erstmal die letzte sein. Und wir brauchen dringend neue Räume. Wir werden uns selbstständig machen. Die Volksbühne gibt uns nochmal Hilfe, eine Anschubsfinanzierung und zahlt noch unseren Regisseur ein Jahr lang. Das ist eigentlich auch cool für uns, denke ich mal. So unser eigenes Theater, eigene Verantwortung. Wir müssen drum kämpfen. Das ist klar. Einfach ist das nicht. Das ist kein Spaziergang. Aber wenn wir uns alle Mühe geben, anstrengen, könnte es klappen. Und dann werden wir autonom, Leute. Ey, total. Na klar. Ist das traurig oder ist das gut? Oh, das ist wahrscheinlich beides ein bisschen. Ich meine, ohne traurig kann das ja auch nicht gut sein, oder? Vielleicht, keine Ahnung. Alles Liebe für heute Abend. Selber. Viel Vergnügen, bitte. Sie gaben mir gleich Arbeit, direkt vom Arbeitsamt. Mit ihr wird immer Kumpel, von 4 bis nachts um 8. Und wenn die Kumpels saufen gehen, dann sag ich gute Nacht. Lange und die Haare sind beschissen, denn mein Leben ist zerstört. Nur ackern, bucken, schwitzen, das ist es echt nicht wert. Ich lass sie wieder wachsen und scheiße auf das Geld. Mit kurzer Haare taugen nichts, sind nicht meine Welt. Ja, machen wir. Danke, reicht nicht. Gestern ist leider Huni gestorben. Huni war unser dienstältester Schauspieler, hat die Ratten mal mitbegründet. 39 Jahre jung. Sein großes Problem war ja sein Alkohol und irgendwelche andere Drogen und so, die haben im Endeffekt seine Leber zerstört. Huni hat immer auf der Straße gelebt, immer. Eine Wohnung ist für Huni, war zu eng, das war für ihn Knast. Obwohl er selber irgendwie eigentlich der Kränkeste von uns allen war, hat er uns noch Energie gegeben, statt wir ihm oder so. Er hat echt die Gruppe immer mitgezogen mit seiner Power. Also jenseits von diesem ganzen linken Bladibla-Gelaber oder so, weißt du, war das Programm bei ihm einfach mal, Menschlichkeit. Er war ein richtiger Mensch, so. Tja, wie ist eigentlich der neueste Stand?
Ja, am 9. Mai haben wir Vollversammlung, wird neuer Vorstand gewählt. Ja, im Sommer brauchen wir dann einen neuen Regisseur und dann können wir loslegen. Dann machen wir in Eigenproduktion unser erstes Stück in eigenen Räumen. Ja, und spätestens im Herbst stehen wir wieder auf der Bühne. Ja, mal gucken. Wird doch Zeit, Alter. Ich hab wieder voll Entzugserscheinungen, ey.